Hm, sehr beeindruckend. Was ist los? Seid ihr jetzt etwa eingeschüchtert? Los geht's! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Outrageous 8th: Breakaway Hero 93. Wir sind jetzt mit der Verena in die Ruinen des Schlosses der Verdammnis zurückgegangen, um Daiken zu finden und nochmal versuchen, hier sein gutes Herz wieder zu erwecken. Denn sie hat ja jetzt den Verdacht, die Verdammnis könnte damit zu tun haben. Und damit liegt sie auch goldrichtig. Ja. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, das haben wir im letzten Teil erfahren, der Grund, warum die Verdammnis den Caruel wieder zum Leben erwachen konnte und auch die Tatsache, dass sie dem Daiken seine wahren Wächterkräfte wiedergeben konnte, liegt daran, weil ihr die Macht, die in den Waffen der Wächter liegt, kam ursprünglich von der Verdammnis. Okay, also das ist die richtige. Okay, die verfickte Tür ist jetzt aufgeschlossen. Na, dann tue ich erstmal hier. Einmal laden und rein geht's. Kann ich euch irgendwie erledigen? Hallo? Bleibt, wo ihr seid. Ach so, stimmt. Die war ja vorher in einem Schuss gewesen. Das sind ihre Untertanen. Ich bin eure Herrin. Oder habt ihr das etwa vergessen? Moment, Jungs, Moment mal. Bildvergleich. Stimmt, Leute, das ist sie. Diese schlechte Miene würde ich überall erkennen. Eine erneut gute Entscheidung. Und jetzt sagt mir, was passiert ist. Hat euch die Verdammnis eingesperrt? Wir waren so viele. Was hätten wir tun sollen? Dieses verdammte Miststück wendet sich sogar gegen die eigenen Soldaten. Wahrscheinlich, weil ihr euch unter meinem Kommando befunden habt. Was haltet ihr davon, mir eure Kräfte zu leihen und euch an ihr zu rächen? Jawohl! Nieder mit der Schlampe! Sehr schön. Dann vereint euch und machen wir die Schlampe fertig. Was? Kriege ich jetzt ihre Kräfte? Kriegen wir jetzt ein Power-Up? Oha. Ich spüre eine neue Kraft, dämonische Soldaten. Okay, vielleicht kann ich jetzt durch die Söldner einige der Türen öffnen. Wir können jetzt Soldaten beschwören. Ist nicht ernst. Ist nicht euer Ernst. Wie cool ist das denn? Ach stimmt, das hatte ich ja in dem Video gesehen, da hat der Basti das ja angeteasert, aber trotzdem, das jetzt zu sehen, ist so cool. Ich bin Fan von solchen Angriffen, wobei man jemand anderen beschwört, einen anderen Charakter oder so. Los, mach die Tür auf! Jawohl, meine Dame! Mach die Tür auf! Jawohl, meine Dame! Die Tür vielleicht? Mach die Tür auf! Jawohl, meine Dame! Welche Tür soll ich denn aufmachen? Die verdammte Tür ist verschlossen, aber vielleicht... Versucht die Tür zu öffnen, dämonischer Soldat. Jawohl, meine Dame. Das habe ich jetzt 3 Mal versucht. Und warum klappt's nicht? Weil ich nicht in einer Zwischensequenz war. Die Macht der Zwischensequenzen, sie fehlt mir noch in meinem Repertoire. Na also, das wäre erledigt. Und der Soldat hat jetzt Kopfschmerzen. Oh, Dokus. Auf sie! Jawohl, meine Dame! Okay, die Dokus sind eher schwach, deshalb kann ich verstehen, dass die das... Oh, Medipack. Medipack? Medipack. Daher kann ich verstehen, dass die sofort explodieren, oder sind die Soldaten so stark. Na geil. Die Tür ist auch verschlossen. Aber ich habe ja einen Spezialschlüssel. Jawohl, meine Dame! Okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht musst du es nochmal machen. Na, diesmal bringt auch deine Zwischensequenzkraft nichts, hä? Hammer, 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 Hammer. Und auf sie! Ach, das ist sowas wie eine... Im Grunde ist es wie eine ferngezündete Mine, die man abschießt. Bam! Also ein besserer Fernangriff als der Feuerangriff, sozusagen. Wie weit geht denn der? Ja, ja, doch eine gewisse Reichweite. Besonders, weil es halt auch so einen Flächen, so einen großer Radius hat. Was zum... Oh nein. Gnade dir Gott, wenn hier wieder so ein beschissener Arm auftaucht. Schöne Erinnerung an Feminas Rising. Naja, auch wenn nicht, wird die Fatze gnadenlos zerstört. Meinst du jetzt auf sexuelle Weise oder im Sinne mit deinem Schwert? Wobei man das mit dem Schwert in der sexuellen Weise natürlich verbinden kann. Und raus und rein und raus und rein. Da braucht man nicht mal Gleitmittel. Das Blut wird das Gleiten ermöglichen. Moment. Wie muss ich die schieben? Hm. Do. Do. Schieb hin. Moment. Ach stimmt, ich kann ja ziehen. Wie war das? Strick und... Wie kann ich ziehen? Ach, die Tasten. Und schieb. Und zieh. Zieh. Und schieb. Zieh. Zieh. Und zieh. Und schieb. Ich sag schieb. Und zieh. Und zieh. Und schieb. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Die sehen doch alle gleich aus, also... Was ist der Fehler? Hm? Ich kann mich nicht an das Rätsel erinnern, also... Verurteilt mich nicht. Hä? Dann halt mal andersrum. Du hoch. Ah! Klickgeräusche muss es geben. Ja, wunderbar. War das also genau falsch rum gewesen? Du machst auch Klick? Du machst keinen Klick. Ja, bist du beknackt, dass du keinen Klick machst? Ah, du, ja, du machst den Klick. Jawohl. Hep. 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 Und zieh. Und ein Stammplatz. Bitteschön. Okay. Alle Statuen stehen jetzt richtig. Und nun? Einmal speichern, bitte. Dankeschön. Ich bin jetzt bei knapp einer Stunde, also ich hätte wahrscheinlich, ich hätte den Extra-Save so oder so gebraucht. Alles klar. Ich glaube, ich wechsle mal lieber doch wieder zu meinem Rage-Angriff. Ah, oh. Ach nö. Nein, dieses Mal nicht. Vielleicht hat sich irgendwas geöffnet. Ach so. Im Sinne von, nein, diesmal nicht. Diesmal ist nichts passiert, aber vielleicht hat sich was geöffnet. Das Tor da oben vielleicht. Das Tor da oben vielleicht, ja vielleicht, aber auch nur vielleicht. Hehehe. Haha, da war doch auch ein Boss gewesen, aber diesmal nicht. Ein Speerträger, aha. Was macht ihr für ein mieses Gesicht? Hm, sehr beeindruckend. Was ist los? Seid ihr jetzt etwa eingeschüchtert? Los geht's! Okay, ich mach's kurz und besonders schmerzvoll, ihr Waschlappen. Wie sieht es aus? Sind diese Söldner unten drunter immer noch diese Knochengesellen? Das so Kleinigkeiten, hä? Einmal erschreckt. Ja, Boss, was ist? Die wollen wir doch hier erledigen? Ja, natürlich. Auf sie mit Gebrüll! Wir können nicht brüllen, wir haben keine Stimmbänder. Ja, wie reden wir denn? Gedankenübertragung. Haben wir überhaupt ein Gehirn? Ne, manche sagen ja, manche sagen nein. Ich habe keine Ahnung, wenn du mich fragst. Hamna, hamna, hamna. Okay, ich brauche den Wave-Angriff, ich brauche den Wave-Angriff. Wow, 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 wow. Hey, wo ist sie hin? Da ist sie. Hamna, 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 hamna. Okay, dieser Angriff ist ziemlich gut, um seinem Spezialangriff auszuweichen und ihm Schaden zuzufügen. Wow! Ein Hoch auf hohe Decken. Und hoch mit mir. Ella Badge, kriegst mich nicht. Okay, einmal Medikit und Wave. Aloha, hey, meine Freunde. Hamna, Hamna, Hamna. Mach doch nicht die schönen Vorhänge kaputt. Okay, der Kopf war auch wieder eigentlich gespaltet. Echt, einer hat zwei Schwerter, der hat einen Speer. Also warum sind die um einige stärker? Ich verstehe es nicht. Die Flüge müssen wir auch mal ausnutzen, ganz ehrlich. Badabim, badabum, badabam. Ich hätte eigentlich mit etwas Größerem gerechnet. Aber nun gut. So. Wo geht's weiter? Ich meine, hier haben wir die Feinde erledigt. Sind hier noch Türen? Hm. Nein. Da vielleicht? Passiert draußen was? Hm. Hallo? Habe ich irgendwas übersehen? Ach so, ich musste wahrscheinlich alle Feinde töten, damit das Haupttor aufgeht. Ja, klar. Ja, nee, ist klar. Ah, super. Puhuhu. Ich dachte, ich finde es interessant, wie du da gewechselt hast. Anstatt, dass es immer dieses Pling-Pling, diesen Glitzerstaub gibt, der mich heilt, habe ich Medikits bei mir. Hm. Hat es einen besonderen Grund? Wolltest du es irgendwie nicht zu einfach machen, weil du sonst zu oft es verteilt hast? Bam. Ja. Pass auf, dass du nicht von der Treppe fällst. Bam. Ich bräuchte wieder ein Medikit. Aber ich habe nur eins zur Hand. Oh, das ist ihr Schlafzimmer. Oh, sieht nach dem Privatzimmer von dieser Schlampe aus. Upsi, war der wichtig? Wenigstens hat sie einen guten Geschmack für Bücher. All die Erotikromane, hä? In dem Spiegel hat sie sich bestimmt gerne ihr hässliches Gesicht angeschaut. Sie kann froh sein, dass die nicht zerbrochen ist. Sie hat ein Bett? Na, ein Glück. Ich habe darin nie geschlafen. Stimmt, der hat ja, glaube ich, auf dem Thron gepennt. Das ist bloß ein Schrank mit irgendwelchem Kram. Da stimme ich dir jetzt wirklich mal zu. Meine Brüste sehen viel besser aus, als von dieser hässlichen Statue. Hey, 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 der Statue fehlen Kopf und Arme. Sag mal jetzt nicht so fies, okay? So, jetzt habe ich da was geöffnet. Dann geht's hier weiter, hä? Hallo? Wenn das nicht nach einem Kampfraum aussieht. Ich lade schon mal meinen Angriff. Doch nicht? Nur ein Zwischenraum, hä? Da ist er. Willkommen, Verena. Du hast es wie zu erwarten geschafft. Du Schlampe bist tatsächlich zurück. Wie hast du das gemacht? Durch die Fragmente natürlich. Sie waren Teile meiner Macht. Genauso wie Leon und Amanda. Ja, das war sehr tragisch. Du solltest jetzt lieber aufgeben und vor mir niederknien. Ich habe deinen Daiken unter meiner Kontrolle. Also, wie entscheidest du dich, Verena? Ich werde mich dir ganz bestimmt nicht beugen. Na schön, wie du willst. Daiken, erledige die Dämonen. Töte sie. Willst du das wirklich tun, Daiken? Du hast mir ein Versprechen gegeben und die bricht man nicht. Ja, ich weiß das, Verena. Aber du hättest lieber aufgeben sollen, sonst müsste ich das jetzt nicht tun. Die Verdammnis kontrolliert dich. Merkst du das denn nicht? Daiken? Okay, wenn du das wirklich willst, dann machen wir es so. Ich will nicht kämpfen. Nein. Bitte lass, ich will das, ganz ehrlich, ich will das nicht spielen müssen. Ich will jetzt nicht gegen, ob nun als Daiken oder Verena, ich will nicht gegen den jeweiligen anderen kämpfen. Das wird sich so schlecht anfühlen. Wenn ich gegen meine Feinde kämpfe, ja, aber doch nicht hier die beiden. Wir haben jetzt lange genug gewartet. Hoffentlich ist Mami nichts passiert und hat Papa gefunden. Du machst dir Sorgen, nicht wahr? Ich mir auch. Ich würde diese Verdammnis am liebsten verhauen, aber ich kann nicht. Ich weiß, aber alles wird gut, Velia. Wir schaffen das schon. Ja, wir Helden geben niemals auf. Retten wir Mami und Papa. Eine Frage, ist sie jetzt auch nur vom Körper her wieder ein Kind oder auch vom Verstand her? Genau so ist es. Retten wir die beiden und dann darfst du dir was wünschen. Oh ja, das wüsste ich schon, was ganz, ganz Schönes. So wie es nämlich klingt, ist sie auch vom Verstand her wieder ein Kind. Sehr gut, ich bin schon gespannt. Also dann, los geht's. Oh, haben wir jetzt die Velia im Gepäck. Ach, schön. So, einmal hüpfen. Hochjob. Danke. Was nehmen wir am besten? Den Stormangriff. Also mich jetzt hier auch nochmal mit Soldaten anlegen. Ah, super. Ja, der Angriff ist... Da mag ich den Range-Angriff lieber. Wisst ihr was? Nochmal von neuem. Ich sag doch nochmal von neuem. Pff. Ist jetzt das Schoßhündchen auch wieder da? Oh, Hotjob. Nein, das Schoßhündchen ist nicht da. Aber ich habe auch noch einen Medipack. Na super. Ah, super, der ist auch noch da. Der eine Reichweite. Hamna, Hamna, Hamna. Hat der Slasher-Angriff eine Reichweite? Coole Sache. Autsch. Und weg. Hä? Das hat eine lahme Stecke. Autsch. Aber eine Reichweite hat er auch. Hallo? Da muss man von vorne nehmen. Ist klar. Bam. Upsi. Daisy. Aua. Und ich bin weg. Jawohl, jawohl. Ich verstehe jetzt besser. Das ist wirklich wieder dieses Prinzip von... Angreifen, ausweichen, angreifen, ausweichen. Immer darauf achten, wann er angreift. Hamana, Hamana, Hamana. Ja, super. Da hat es mich erwischt. Und da ist leider der Minipack nicht zu sehen. Da haben sie hier Plätze getauscht. Okay, okay. Jetzt weiß ich aber besser. Vielleicht wäre der normale Plate-Angriff gut, weil der auch Gegner zurückschubst. Probieren wir es mal aus. Oh, ach, das war der Angriff. Hamna, Hamna, Hamna. Ja, also das ist nicht der Angriff, den ich meinte. Das war nämlich der Blaze-Angriff, der hier. Aber der ist auch ziemlich gut, weil es mehrere Treffer hat. Okay. Nochmal das Ganze. Aber diesmal mit mehr Gesundheit. Okay, einmal hüpfen. Ho, job. So weit hüpfen muss man können. Hamana, Hamana, Hamana. Hamana, 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 Hamana. Der Angriff ist schlecht, weil ich da so lange in dieser Animation stecke. Hehehehe. Ich habe immer noch mein Medikit. Diesmal schaffe ich's. Nix da, nix da, nix da. Hamana, Hamana, Hamana. Na, so es geht doch. Einmal heilen, einmal Medikament zurück. Dankeschön. Dann nehmen wir jetzt wieder den Blade-Angriff. Jawohl. Hat doch ganz gut gewirkt gegen viele Gegner. Hamana, 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 Hamana. Bam. Lass mich vorbei, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Und Blindangriff. Einfach alles anstellen. Ihr kriegt schon eure Portion Schmerz ab von der Mama Yuki. Jawohl, jawohl. Diese Soldaten der Verdammnis sind nicht zu unterschätzen. Danke fürs Speichern lassen. Hui. Okay, was kommt jetzt? Nochmal Soldaten? Nochmal Soldaten. Gut. Und. Huiuiuiui. Yep. Ist es böse zu sagen, dass. Ja, das Kämpfen macht Spaß. Aber ich freue mich darauf, wenn jetzt dann gleich die Geschichte wieder weitergeht. Darauf freue ich mich. Hä? Da könnte ich stundenlang hören. So ein, ja, ich hab so eine Idee, die sage ich jetzt aber erst am Ende, was ich für einen Einfall habe. Ja? Was du vielleicht auch mal überlegen könntest, lieber Basti. Na, super. Hammer, Hammer, Hammer. Ist auch blöd, dass wenn man, na gut, wenn man angegriffen wird, dann wird die Aufladung unterbrochen. Macht ja im Grunde Sinn. So, ist hier noch was? Nein. Moment, können wir nochmal mit den Sachen interagieren? Sag dir nochmal was anderes, die Yuki. Könnte sein. Auch was zu deinen Brüsten? Manchmal verstehe ich nicht, wie man sowas Kunst nennen kann. Aber naja. Gute Frage, da wurde alles abgeschlagen, hä? Das ist eine ganz schöne große Sammlung von verschiedenen Büchern und Romanen. Erotikromane. Das ist ein recht kunstvoller Spiegel. Nein, 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 der Spiegel ist normal. Der Rahmen ist kunstvoll gehalten. In dem verdammten Bett würde ich garantiert nicht schlafen. Das verdammte Bett und das verdammte Regal und die verdammte Türe. Und die verdammten Kistentreppen. Ja, ich kenne das alles zu gut. So, einmal heilen. Midi-Pack. Dankeschön. Weiter geht's. Verena, geht's dir gut? Oh je. Dieses Schloss der Verdammnis ist wirklich riesig. Ja, aber hoffentlich finden wir Mami und Papa bald. Vielleicht kommt die Verena gleich durch die Tür geflogen. Psch. Das hoffe ich auch, Velia. Gehen wir weiter. Irgendwo müssen sie ja sein. Jetzt kommt Caruel, oder? Tada! Caruel. Ich wusste, es war viel zu einfach gewesen. Oh, Yuki. Ich habe dich schon erwartet. Und du hast die kleine Velia dabei. Oh nein, das ist dieser abtrünnige Wächter. Das war eine Falle. Oh ja, und jetzt gibt es kein Entkommen mehr für euch. Du wirst Velia nichts antun. Ich werde sie vor dir beschützen, du Mistkerl. Oder sagt die Zeit? Vielleicht den Teil noch. Pff, du unterschätzt mich gewaltig. Ich habe neue Kräfte erhalten. Erst töte ich dich, Yuki, und dann die kleine Dämonin. Ihr seid erledigt. Du hast schon in der Vergangenheit genug Unheil angerichtet. Schink. Und ganz gleich, wie stark du geworden bist. Ich werde dich besiegen. Du und dein Sinn für Gerechtigkeit. Kämpfen wir mit vollem Einsatz. Geh zurück, Velia, damit du in Sicherheit bist. Okay, mach ich. Aber sei vorsichtig. Natürlich. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Was zum... Pass auf, Velia. Ich sagte doch, es gibt kein Entkommen für euch. Okay, jetzt reicht's mit dir, Caruel. Keiner tut Velia was an. Dieses Mal mache ich dich endgültig fertig. Komm schon her, Yuki. Und lass uns ordentlich Spaß haben. Oh Mann. Gut, meine Damen und Herren, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ein schöner Cliffhanger. Ich weiß. Aber was wird jetzt wahrscheinlich kommen? Der Kampf gegen Caruel, dann der Kampf gegen die Verdammnis, mit der Yuki und Verena gemeinsam vielleicht. Und dann ist es schon das Finale. Und das hebe ich mir doch schön auf. Ja, nee, ist klar. Puh. Echt. Für mich... Also Outrageous, ganz ehrlich, da ist zwischendrin, oder auch Wargames-Spieler allgemein, da ist ja die Story zwischendrin, sage ich, für mich der Haupt, das, wo ich mich am meisten freue. Und das Gameplay ist halt was Schönes für zwischendurch, dass man halt nicht, ich würde sagen, das ist sogar die perfekte Mischung, weil wenn man jetzt so einen visuellen Novel ansieht, ja, da ist es halt lesen, lesen, lesen. Hier lese ich auch, aber zwischendrin habe ich immer wieder was zu tun, ein paar neue Dialoge. Dabei bleibt der Verstand intakt. Also nicht intakt, er bleibt in Bewegung, dass man nicht die ganze Zeit, man nimmt auf, sondern aha, jetzt tue ich auch was aus. geben, ja? Schmerzen nämlich. Auf die Mischung kommt's an und die Mischung hier ist gut. Also dann, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Outrageous 8th: Breakaway Hero gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung und vielleicht im großen Finale. Was weiß ich, was jetzt noch kommt. Bis dann, ihr 93 Joe, I love and entertain you. Tschüss and goodbye.